So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer Modus. Diesmal spielen wir mal ein Frei für alle, wie ich es in der letzten Folge schon angekündigt habe, auf der Map Redwood, diesmal eine neue Map. Die habe ich sogar schon mal gespielt. War eigentlich auch ganz gut, es ist halt so eine Dschungel-Map. How to play Nuketown? Das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Weil für die Vorbesteller, ich glaube, ich zähle da vielleicht noch auch noch dazu, weil ich es ja quasi vorbestellt habe, sozusagen. Ich habe es 6 Stunden, bevor es quasi offiziell rausgekommen ist, gekauft. Aber ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie man das spielen kann. Nuketown. Werden wir noch herausfinden, denke ich. Werden wir noch herausfinden. So, diesmal frei für alle. Da muss auch ein bisschen mehr aufpassen. Am liebsten würde ich jetzt ein bisschen weniger reden, damit ich die Leute hören kann, aber dann wäre es ja langweilig, ne? Dann wäre es ja langweilig. Okay. Okay, der war jetzt erst einer dran an uns. Jawohl, na. Aber dass wir den überhaupt noch erwischt haben, ist schon ein Wunder. Na, der haut ab. Ja, okay, dann gehen wir in eine andere Richtung. Es ist halt sehr, sehr geil, dass man die Gegner jetzt so laut hören kann. Dass man jetzt nicht mal unterscheiden muss, ist es ein Freund, ist es ein Feind. Deswegen werde ich auch ein bisschen langsamer laufen. Okay. Alter, ich höre Schritte, aber ich weiß nicht, von wo sie kommen. Nee, ich spiele das erstmal wieder mit Maus. Erstmal wieder mit Maus. Weil Controller ist auch kein Allheilmittel. Ein bisschen was spielen musst du trotzdem. Den habe ich gehört. Jawohl! Ich höre schon wieder jemanden, aber ich weiß nicht von wo. Von hinten. Der kam von hinten? Jetzt ohne Scheiß. Ja, offensichtlich, ne? Wir sind ja gestorben. Oh, da raut's gerade an mit dieser Shotgun. Nein, nein! Okay. Jawohl! So. Der ist tot. Ja, okay. Das sah noch lebendig aus. Headset for the win! Oder eher Kopfhörer, ich habe ja kein Headset. Sind Sennheiser HD 518er. Eigentlich für Musik gedacht. Okay, der hat mich markiert, aber jetzt ist er tot. Jawohl. Haha, lol, schreibt er. Komm schon, einer soll kommen, einer soll kommen. Und den töten. Ich habe keine Muni mehr. Okay. Ja, irgendwann muss man dann auch mal sterben. Wir führen, das ist geil. Womit habe ich denn das verdient? Okay. Unter Wasser gekämpft habe ich auch noch nie bis jetzt. Wir haben auch leider versagt. Aber mir gefällt es mit dem Hören. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Vielleicht schaffen wir ja den Sieg. Ja gut, jetzt sehen wir keinen Gegner mehr. Das ist ein wenig so optimal. Erledigt. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne, das ist auch nicht so geil. Nehmen wir einen Sichtpuls. Im Visier. Den will ich jetzt haben. Oder nehmen wir lieber den da. Oh! Okay. Okay. Hat uns einer mit seinem schönen Bogen gekillt. Erinnert mich auch so ein bisschen an, Far Cry wollte ich schon sagen. Nee, an Crisis, der Bogen. Komm schon, sterb doch bitte. Oder stirb doch bitte. Ich nix gut Deutsch. Na komm, wir müssen ein paar Gegner jetzt killen. Wenn wir noch gewinnen wollen. Ja. Ja, Tode sind eigentlich relativ Wumpe, weil die Kills, ja, die kriegt man wahrscheinlich eh nicht.
Wir müssen halt killen. Bewegung. Ja, komm, abhauen. Na, Mann, ey, ich wollte gerade wegsliden, aber das hat leider nicht so gut geklappt. Nee. Oh man, Alter, oh man. Gibt es jetzt... Okay. Wer hat mich parkiert? Der Kollege anscheinend. Was ich sagen will, gibt es jetzt eigentlich auch wieder so ein Emblem-Editor? Editor habe ich gerade gesagt, oder? Editor meine ich natürlich. Und der hat mir eigentlich mal recht gut gefallen. Da würde ich vielleicht sogar mal ein Seabrex LP-Logo mal nachmachen. Nein! Alter, 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 ich... Alter! Wiegt die unter Kontrolle! Ah. Gott, ey. Zu sliden muss ich noch ein wenig üben. Ich glaube, wir bleiben mal hier so in diesem Ort. Oder bleiben wir hier? Der hat jetzt aber viel ausgehalten wieder. Komm, wir laufen mal ein wenig. Ich höre wieder irgendwas. Ne, das bin ich selber. Das bin ich selber. Ja, scheiß drauf, der wird jetzt nicht zu uns schauen, hoffe ich. Ja, man kann sich auch irren im Leben. Okay, das hat man wahrscheinlich nicht mehr gewinnen, aber vielleicht schaffen wir noch den zweiten Platz. Und wir killen jetzt in letzter Zeit irgendwie fast gar keinen mehr. Am Anfang sind wir relativ gut abgegangen. Das stimmt schon. Einen wird irgendwie nicht mal so wirklich angezeigt, ob du einen mit deiner Schockgranate triffst. Oder was auch immer das für eine Granate ist, Erschütterungsgranate halt. Ja, erzähl wieder nichts. Ich spiele jetzt nochmal ein wenig mit Controller weiter, vielleicht bringt es ja noch etwas. Na komm. Nee. Komm schon. Wo ist der? Ach man, ey, die steht schon wieder in der Ecke. Das ist doch scheiße. Das gefällt mir doch nicht. Ah. Na komm. Wo? Feindliche Hellstorm. Wo? Ach man. Ich habe schon wieder irgendwas gehört, aber ich weiß noch mal, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo das kam. Also von wo. Jawohl. Das war gerade Glück. Ich weiß. Oh Mann, ich weiß halt nicht, wo hier der Brennpunkt ist von den Gegnern. Wo sie sich quasi immer alle treffen. Feindliche Talon unterwegs. Feindliche Talon habe ich noch nicht gehört. Okay, den habe ich wieder gehört. Okay, ja gut, da hat man keine Chance. Da hat man dann keine Chance mehr. Vielleicht sollte ich mal so ein schweres MG nehmen. Da muss man nicht so oft nachladen. Auf zur Jagd. War das jetzt unser Kill? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube, da ist ein Geschütz drin. Nee, ein kleines Flugzeug. Okay. Vielleicht ist das diese feindliche Talon. Oder Tannen oder wie auch immer das heißt. Ich habe wieder einen Gegner gehört. Okay, das ist das Ding. N-Tube HD, das ist Platz 1, ja. Oh Mann, wir müssen jetzt noch einen Kill machen. Wir müssen jetzt noch einen Kill machen, bevor der einen macht. Damit wir noch Platz 2 werden. Jawohl. Nein, nicht töten, bitte. Dankeschön. Vielleicht macht ihr jetzt noch, also versucht noch irgend so einen schönen Kill zu bekommen. Da rotzt wieder einer irgendwas. Jawohl. Beute erledigt vor allem. Alles klar. Scheiße, jetzt haben wir es trotzdem nicht geschafft. Aber okay, dafür den dritten Platz ist doch auch nicht schlecht, oder? Von nur 6 Leuten, aber trotzdem war es kein schlechtes Spiel, fand ich. Aber dann noch souverän gewonnen mit 30 zu 21 quasi. Und 9 Tode gerade mal. Ja, ist ein guter Spieler gewesen. N-Tube HD.
Aber okay, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Black Ops 3. Mein Name ist Seabrex und ciao.